Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Stardew Valley. Wie ihr seht, es ist schwarz und eine Explosion hallte durch die Nacht. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da noch eine Auflösung kriegen. Nö. Die hier sagen erstmal ja nichts. Willkommen, Windböen. Hey, nimm das. Es ist nicht viel, aber ich habe es mit Liebe gemacht. Ja. Gib her. Ach, das ist immer noch so weit. Ach ja. Krieg ich auch raus, was es für eine Explosion war? Oder sagen die einfach, es gab eine Explosion? Er hat es Boom gemacht. Aber wir müssen heute noch zu Mani. Die hat ja heute Geburtstag. Dann könnten wir ihr was zu essen schenken. Beziehungsweise wir schenken ihr irgendwie ein Ei oder so. Und dann reicht das. Was könnte er denn Blumen gemacht haben? Mein Haus ist explodiert. Das wird so sein. Alles für die Katz. Ach, verdammt, und zu viel. Mal sehen, wie weit mein Dino-Ei ist. Ich denke mal, das Dino-Ei wird noch eine Weile brauchen. Es ist fertig. Das ging jetzt aber schnell. Ich habe gedacht, dass die Mayonnaise-Verarbeitung dauert länger. Wir könnten hier auch einfach Kirschen schenken. Außerdem brauchen wir ja auch noch Futter. 93. 7. 137. Okay, ich weiß, was Boom gemacht hat. Ihr auch? Und da hat sie Boom gemacht. Sowas finde ich eigentlich auch cool, dass sie dann versuchen, so einen auch ein bisschen die Materialien zu liefern, die man eventuell gebrauchen könnte. Hoppala. Okay. Grilla gibt keine Dingsbums. Gut, damit kann ich leben. Wie kriegt denn 1A Milch von mir? Nee, die Milch ist ja zu kostbar eigentlich. Wird schön aufpassen. So. So, 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 so. Sie kriegt Kirschen. Mal sehen, wie sie auf die Kirschen reagiert. Ich nehme mal ein paar Bomben mit. Ich brauche zwar jetzt keine Bomben für hier Money, aber werden wir gleich im Anschluss dahin gehen. Der hat immer noch nicht. Alter, was ist nur los mit mir? Und mit dir? Komm mal klar auf dein Leben. Ich hoffe, Money ist da. Nein, doch da. Du lebst hier schon eine ganze Weile. Wie läuft es auf dem Hof? Gut. Ein Geburtstagsgeschenk. Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Echt? Magst du Kirschen? Ja, sind beliebte Geschenke. Na gut. Okay. Da meckern wir jetzt mal nicht drum.
Dann bringen wir die zwei Sachen mal weg und dann schnell die Mayonnaise in Sicherheit bringen. Sofort die Mayonnaise jetzt in Sicherheit bringen, bevor noch irgendwas schief läuft. Ich kann auch am Freitag noch Futter kaufen. Aber wie cool, dass wir die Mayonnaise haben. Oh, voll schön. Das heißt, dann fehlen nur noch zwei Sachen. Und dann können wir mal gucken, was zuerst fertig wird. Der Stör. Mit seinem Leichen da. Oder der, die uralte Frucht. Was hatte ich noch? Stör, Frucht. Ach ja, unter Wein, ne? Unter Jutwein. Terminated. Alter, wir haben das vernichtet. Also mal gucken, was... Also ganz ehrlich, das ist schon fast lächerlich. Hey, da oben ist auch noch ein Müll. Ah. Da waren Müsli-Riegel drin. Lol. Dann gehen wir mal zur Bushaltestelle. Und nutzen den Tag, um noch ein bisschen in die Mine zu gehen. Ich weiß, meine Tage sind gerade damit aufgefüllt, in die Mine zu gehen. Eigentlich wäre Fischen wahrscheinlich wesentlich lukrativer. Aber ich will es wenigstens noch ein bisschen probieren, Stein zusammenzukriegen, damit wir Treppen bauen können, um dann runter auf Ebene 100 zu kommen. Weil wie ihr seht, ich habe, was das angeht, einfach gar kein Glück, irgendwie Treppen zu finden oder sonstiges. Okay. Und da kommen auch schon meine lieben Freunde. Und ab dafür. Seht ihr das? Ich werde einfach nur gepiesert hier. Ich verlasse lieber die Mine, weil ich habe... Dann gehen wir angeln. Dann fahren wir jetzt schnell zurück. Dann gehe ich angeln, weil so hat das überhaupt keinen Sinn. Ich bin ja jetzt schon wieder am Limit. Dann können wir wenigstens ein paar Fische fangen, in der Hoffnung, nebenbei noch ein bisschen Geld zu machen. Also... Das ist ja mehr als unfair. Das Spiel ist gemein zu mir. Schönes Spiel. Und den Ring schmeißen wir da rein. Blöde Sache. Du kommst mal runter, du kommst mal runter. Ja, wirklich viel Stein habe ich ja jetzt nicht gemacht, ne? Aber immerhin können wir 5 Treppen bauen. Das heißt, das ist schon mal sehr gut. Ey, du Schatz, wann machen wir eigentlich ein Baby? Das hatten wir jetzt irgendwie noch nicht so, glaube ich, ausdiskutiert. Wann du und ich so knickknack machen.
Das kommt erstmal raus. Ich bin ehrlich gesagt auch kurz davor, einfach mal die Truhen zu verkaufen. Weil ich nicht weiß, was sie mir bringen sollen noch. Jedenfalls die Fischtruhen. Außer Geld. Ich glaube, das mache ich auch. Ich verkaufe einfach sämtliche Fische. Ich meine, das ist gutes Geld für mich. Schon 15 Uhr. Schon voll spät, aber ich denke, wir kriegen trotzdem noch ein paar Fische. Dann hat sich die Mine halt heute halt nicht so richtig gelohnt, aber dann vielleicht doch. Ich vergesse immer das mit den Würmern. Aber eigentlich ist das mit den Würmern auch egal. Ihr kommt wieder mit. Und dann ab dafür. Wir haben jetzt auch Pirat. Das heißt, dass wir dann mehr Schätze finden sollten, rein theoretisch. Jedenfalls die Chance erhöht ist, Schätze zu finden. Wow. Die miesesten Fische aller Zeiten. Komm schon. Dann lass wenigstens was Gutes in den Schatzkisten sein. Ah, ein Köder, das ist sehr gut. Mit dem Köder haben wir halt die Chance, doppelte Fische zu fangen. Zwei Fische mit einmal, das wäre ja gar nicht so übel. Aber ich weiß nicht, ob das bei manchen überhaupt nötig ist. Na, wir kriegen auf jeden Fall schon mal mehr Schatzkisten. Nur Blödsinn ist drin. Ach ja, da ist ja noch... Unser Dings ist kaputt gegangen. Unser Korken. Wir haben eigentlich immer noch eine relativ lange Liste. Lange Leiste. Weiß gar nicht, was der Korken gemacht hat. Eine Geode. So ein komisches Fischerding haben wir noch. Wow. Du verbaust deinen letzten Köder, ja. Das ist damit auch nicht sehr schwierig. Ich meine, wenn ich nur Müll fange, ist das nicht sehr unbedingt die schwierigste Sache der Welt. Was haben die nur mit ihren Seegurken? Jetzt reicht's mir. Genug gefischt. Wir gucken jetzt noch, ob es hier noch irgendwie anderen Loot gibt. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, in der Mine geht die Zeit so schnell um und hier gar nichts. Das ist so. Ja, kann man machen. Also Fischen ist echt nicht meins.
Also wenn wir heute auf 250.000 kommen würden, das wäre so cool. Schaffen wir aber garantiert nicht. Aber schön wäre es trotzdem. Man darf noch träumen. Das wäre cool. Wir räumen jetzt auch einfach die Fischerbox aus. Wir lassen so drei Fische einfach übrig, die lila Stern haben und alles andere kommt weg. Du dahin, du kommst dahin und du kommst dahin. Als erstes holen wir das raus, das raus, das raus, das raus. Das raus. Das kommt in die Angel. So. Machen wir das schon mal. Die Geode packen wir mal kurz darüber und holen dafür das Eisen raus. Du kommst nämlich hier mit hin. Erstmal alles, was kein Dings ist, kommt erstmal raus. Und ihr kommt rein. So, du kommst rein. Hatte ich nicht noch irgendwo eine Supergurke? Hier. Du kommst rein, du kommst rein. Du kommst raus, du kommst raus, du kommst raus, weil ihr hässlich seid. Du kommst auch raus. Da habe ich keinen Platz mehr für. Na schön. Schwein gehabt. Weg, 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 weg. Kann ich das auch in die Mülltonne? Ich kriege dafür gar nichts. Das ist so mies. Hat der Quarz kommt weg. So, die Angel packen wir auch wieder weg und dann können wir morgen wieder in die Mine. Eigentlich brauche ich die ganzen Sachen da oben gar nicht, aber was soll's. Man kriegt doch kein Geld dafür, also was soll's. Morgen sollte was für ein Tag werden? Windböen. Heute sehr glücklich, okay. Hab ich jetzt nicht so viel davon mitgekriegt. Aber gut, wenn du meinst. Dann schauen wir mal, was wir kriegen. Ich habe irgendwie eine Errungenschaft. Was? Fischen hat mir nur 8000. Ich habe so viele Fische reingeschmissen. Oh, das ist mehr als viel, mies. Das ist richtig mies. Die Preiselbeeren haben halt wieder gut was gegeben. Millionär, 150.000. Wetter. Ganzen Tag klar und sonnig. Die Gäste sind heute sehr glücklich. Das will ich sehen. Ich werde heute ausgehen, okay? Nein, ist es nicht. Das braucht noch.
Oh, Linus hat mir eine Monkey-Rolle geschickt. Mitteilung: Hat irgendwer eine Batterie? Die Fernbedienung von meinem Fernseher hat den Geist aufgegeben und es ist wirklich nervig. Okay. Kannst du haben. Irgendwo werden wir schon eine Batterie finden für dich. In den Untiefen meiner Kisten wird bestimmt irgendwo eine Batterie für dich lauern. Ich habe vergessen, ein neues Dings reinzutun. Neue Erze. Macht nichts, wir müssen da eh nochmal hin. Sehr schön. Endlich! Das hat jetzt aber auch gedauert, mein Herr. Mal sehen, wie lange das braucht. Wahrscheinlich auch eine halbe Jahreszeit, bis es endlich durch ist. Aber Gott sei Dank. Endlich. Ich dachte schon, die will ja nicht mehr hier. So, das kommt mit. Und die Bomben kommen mit. Maki-Rolle behalte ich für Essen. Kann man ja immer gebrauchen. So. Wir machen alles ganz in Ruhe. Nicht stressen. Stress ist der Feind und Stress bedeutet Falten. Und das wollen wir ja nicht. Ich muss für Shane noch gut aussehen, damit wir irgendwann mal ein Baby haben werden. Da kann ich mir Falten nicht leisten. Das ist krass, wie das einfach die uralte Frucht einfach mal konstant einfach nicht wachsen will. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir ja Glück. Und im Gypsy-Wagen ist wieder so eine seltene Saat. Dann können wir die nämlich pflanzen. Da ich ja die andere leider verkauft habe. Geschnurrt. Das war wirklich ein Versehen. Mein Dino braucht auch noch eine Weile. Oh, und eine Hasenpfote. Sehr schön. Warte, irgendeine Kuh fehlt noch. Wollte gerade sagen, ich habe doch keine Kuh hier vergessen. Nein, nicht trinken. Jetzt schmeißen wir erstmal das weg, was wegkommt. Beziehungsweise das wird verkauft. Oh. Diamant nehme ich auch. Hey, vielleicht habe ich dir doch heute ein bisschen Glück. Wer weiß. Ich bezweifle zwar, dass ich mal Glück habe, aber okay. Oh, das zieht. Ach ja, Batterie. Batterie brauchen wir auch noch. Oh, bitte sei noch da und lass mich bei dir kaufen. Bitte, bitte, bitte. Tierbedarf kaufen. Ja.
So. Das wird wohl, glaube ich, erstmal eine Weile ausreichen. Ich glaube, ich habe auch viel zu viel Heu gekauft. Macht aber nichts. Ahornriegel. Nee, hat's auch nicht. Ah, seltsam. Ich mag meine Haare einfach und ich liebe meine Mauseohren. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die ganz geil. Ich wollte da lang. Ich wollte das Heu wegbringen noch. Aber wenn wir da sind, jetzt erst schon 14 Uhr schon fast, ey. Ihr werdet jetzt mal konstant dazwischen gelagert. Pam braucht eine Batterie. Das ist kein Ding, Sam. Pam, hier. Hey, du hast mir eine Batterie besorgt. 400 kriegst du dafür. Ist ja fast mein Ticket nach in die Wüste. Aber nur fast. So, dann gucken wir mal, ob die Geister recht hatten und wir wirklich Glück haben. Naja. Glück sieht anders aus. Jetzt habe ich zwei Bomben einfach für Dings hingeschmissen. Aber die sagten ja, ich hätte Glück. Nicht wirklich. Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Und darum baue ich halt lieber eher Treppen, weil ich einfach bei sowas hier einfach finde den Weg nach unten, kein Glück habe. Ja. Okay. Ich glaube, das tiefste. Oh. Wie war das? Die Geister sagen, du hast heute Glück. Am Arsch habe ich heute Glück. Wo hab ich denn Glück? Mir sind gleich drei solcher Teile entgegengekommen. Die meinten, ach ja. Wir machen dich jetzt mal putt. Haben wir Spaß dran. Die Geister sagen, du hast halt Glück. Oh, verdammt. Glück wäre, wenn ich irgendwie Tunnel Richtung Untergang kriegen würde. Das wäre mal Glück. Oh, die mich echt ein bisschen nervt.
Erstmal. Ja, wirklich viel gibt es mir jetzt auch nicht, ne? Wir haben heute Glück. Sie haben heute Glück, wenn Sie dabei nicht draufgehen. In Ihrer Minenerkundung. Wenn Sie dabei nicht draufgehen, können Sie wirklich sagen, Sie hatten heute Glück. Wahrscheinlich meinen die Glück so im Sinne von, sie kriegen eventuell krasses Loot. Ja, das habe ich jetzt nicht kommen sehen müssen. Würziger Aal. Nicht schlecht. Das Schlimmste ist, ich habe noch so viel Energie, ne? Aber meine Gesundheit ist einfach gerade mies. Einfach nur mies. Oh, nicht sowas schon wieder. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und bei meinem Glück war jetzt wahrscheinlich der Ausgang irgendwo vorne. Hier ist eine Leiter. Ich push mich nochmal so mit Essen. Können wir nämlich hier das Loch runterspringen. 5 Ebenen. Na, oh, super. Ja, rennen Sie noch rein, Madame. Oh, schön. Die Iridium-Dinger nehme ich ja gern mit. So, und wo war jetzt heute mein Glück? Ich habe einfach nur kassiert, das ist alles. Wieso habe ich eigentlich die Sichel mit? Verstehe ich nicht. Ich kann doch die Sichel im Prinzip wegpacken. Bum, 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 bum. Die bringt mir ja nichts. Alles rein, was keine Miete zahlt. Du kommst mal rein, du kommst mal rein, du kommst mal rein. Du kommst mal rein. Hier mal bitte sortieren. Du kommst raus. Raus, raus, 1, 2, 3. Raus. Wächst, davon braucht man auch nicht so viel. Da ich keine Sprinkler mehr mache, können da auch mal so nur 20 da sein. So. Da kommt auch mal alles rein, was keine Miete zahlt. Die kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So. Habe ich hier noch irgendwas? Nee.
So, das kommt weg. Das. Das nicht. Das. Und das. Dann kommst du hier so rüber. Und dann gehen wir erstmal. Hat irgendwer bald Geburtstag? Robin hat am 21. Ja gut, das dauert aber noch. Wow. Ich quatsch dich nicht. Ich wollte die sicher rein tun. Ich kann das hier nämlich noch mal ein bisschen mehr Taschenplatz. Wie viel gibt mir so eine Maki-Rolle? Da ist was. Was passiert da? Ach, die Hexe. Ich dachte, was kommt denn jetzt? Es ist nur die Hexe. Die Hexe, das werdet ihr gleich sehen, die macht nichts Schlimmes eigentlich. Das ist das, was die macht, ist so... Da denke ich mir so, ha! Träum weiter. Davor habe ich keine Angst. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Die Geister sind heute gut drauf. Ja, das will ich sehen. Das will ich ja mal sehen. Das ist immer noch nicht fertig. Oh mein Gott, das ist doch schon gefühlt eine Ewigkeit da drin. Eigentlich früher immer gefreut, wenn die Hexe gekommen ist, aber das hat ja ewig gedauert, bis sie jetzt mal hier gekommen ist. Ich weiß nicht, die ist immer so random. Also die kann man auch nicht triggern. Ich habe erst gedacht, wir könnten sie triggern in dem Moment, wo wir dann halt ihrem Mann helfen, also dem Zauberer. Aber anscheinend doch nicht. Wir können auch gleich mal bei den Waren gucken. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, weil wir werden, glaube ich, eventuell... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich im Dings machen soll im Winter. So, ich verkaufe jetzt erstmal den Wein. Charlie geht es gut. Ja, das freut mich für Charlie. Mal Zeit wieder für ein Bier. Das freut mich für Charlie. Wenn es dem gut geht, dann geht es mir auch gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Davon holen wir nochmal 4. So. Das ist aber schön, dass er wenigstens die Katze gegossen hat, wollte ich gerade sagen, gefüttert hat. Immer noch nicht so weit. Die wollen aber auch nicht tragen, ne? Uns fehlen ja, glaube ich, noch zwei Sachen. War das so? Zwei Sachen fehlen uns noch. Da fehlt wirklich nur noch der Wein oder halt die 5 uralten Früchte. Ich habe ja gedacht, dass die uralten Früchte ja schneller sind. Aber okay. Können wir alles wieder verkaufen. Das ist sehr gut. Das bringt halt Geld für uns. Hm.
hat Mayonnaise. Ja, ihr habt hier nichts mehr zu fressen, weil ihr alles aufgefressen habt, ihr verfressenen Schweine. Jetzt zeige ich euch mal, was passiert ist. Und zwar, wir haben jetzt zwei Schatteneier. Das liegt einfach daran, weil wenn die Hexe kommt, verwandelt sie einfach nur ein Ei in ein Schattenei. Und das war es dann auch schon. Also bei der muss man halt nicht wirklich was befürchten. Die tut keinem weh. Oh, ich bin voll, ey. Ja, ja. Da ist es schön am Blubbern. Das kann weg, das kann weg. Das, das, das. Das nicht. Weil wenn ich das recycle, ist es wesentlich mehr wert als... ohne. So, dann gehe ich noch meinen Fischis gucken. Und dann ist schon wieder 11. Ich brauche so viel Zeit einfach. Auf dieser Farm, das ist krass. Hier mal ein bisschen was getan. Und dann nehmen wir uns mal... Wisst ihr was? Wir nehmen heute einfach mal die Großen mit. Weil wir es können. Weil wir es können, nehmen wir heute einfach mal die Großen mit. Nur da müssen wir echt aufpassen wegen dem Radius. Weil das kann sehr, sehr, sehr weh tun. Morgen ist wieder Sonntag, ne? Ah. Ich weiß nicht, ich mag das, wenn der Händlerwagen da ist. Der bringt uns zwar manchmal nicht so viel. Aber... trotzdem, ich hab doch Spaß dran. Ich weiß nicht, ich mag den Händlerwagen einfach. Oh, so viele Monster. Also die roten, großen Bomben, die haben ein übelstes, übelsten Kreis hier. Ah, ein Loch. Sehr schön. Springen wir doch gleich rein. Holen wir uns noch die hier. Kriegt mich niemals. Sag ich doch. 5 Ebenen nach unten. Lohnt sich. Ausgetrickst. Ich glaube, ich springe nochmal durch das Loch. Das war eigentlich ganz cool. Es macht schon Spaß, so durch die Löcher. Hat es mich noch erwischt? Durch das. Ich bin nur 3 Ebenen tiefer gefallen. Was soll's. Shit happens, würde ich mal sagen. Es erspart uns auf jeden Fall das Gebuddel.
Ah, das nehme ich noch mit. Gold haben wir auch noch mal. Ich meine, warum sollte ich nicht die Bomben basteln, wenn ich hier bin? Reicht es schon. Wir werden da rein durchspringen, aber vorher esse ich noch die Magierolle. Damit wir wieder gut Energie haben. Und ab nach unten. 4 Ebenen. Naja, geht schlimmer. Wobei muss ich kommen und dir helfen? Animal Crossing, was soll ich denn dir da helfen? Ach, dein Rücken ist tot. Dann leg dich hin. Ich weiß nicht, wie ich dir da leider helfen soll. In Massagen bin ich sehr schlecht. Ich würde einfach flach auf den Boden mal legen. Das so. Weißt du, was vielleicht helfen könnte? Ein schönes, warmes Bad nehmen. Also einfach mal schön in die Badewanne mit Schaum und sowas. Vielleicht hilft das hier. Lass dir ein schönes Bad ein und dann geht das ab. Da denn keiner zu Hause ist, kann ich auch keiner nerven. Oh, baden könnte ich auch mal wieder. Dafür musst du erstmal aufstehen. Na gut. Scheiß Geist. Wegen dir bin ich getroffen worden. Du Sack. Wir sind schon auf Ebene 28, nicht schlecht. Oh. Da wurde ich hinter das Licht geführt.
Das war ja kein Stein. Schweinerei. Die Geister gehen mir hier ein bisschen auf den Kranz. Ich habe das Gefühl, wir haben schon auf jeden Fall auch wieder gut Steine gesammelt. Ja, kann man nicht meckern. Ja, irgendwo ein Loch sein, ne? Wo ich so runterjumpen könnte. So, wir machen das so. Ich wusste es. Da ist auch die Treppe nach unten. Ha. Wenn wir mal so ein Glück hätten, wäre das schon wesentlich einfacher. Aber wir müssten dann an einen Regentag runter und... Ja, ich habe dich doch gesehen. Komm her. Ach, da ist noch einer. Ach, was soll der jetzt? Viele Geoden wieder. Und weg. Haha. Ach Mann. Wo ist denn das Loch nach unten? Schon. Was ist ein Dino? Immer diese Knochen, die bringen mir leider nicht so viel. Schade, ich hätte gedacht, das könnte was werden. Aber doch nicht. Oh, wir müssen, glaube ich, auch wieder zurück langsam. Weil doch wird es jetzt doch ein bisschen spät. Aber ich finde, wir haben diesmal richtig gut abgeräumt, wenn man mal überlegt, dass ich beim letzten Mal schon wieder fast gestorben wäre. Gut, wir haben halt viele Bomben verbraucht, aber was soll man sagen? Ich sag's mal so, ich bin ja die letzten Male nicht wirklich weit gekommen. Und ich will mindestens 95 oder so. 3 Ebenen. Das war's wert.
Das war's. Eindeutig wert. Dann können wir morgen vielleicht die Geoden auch mal wieder zu Clint bringen. Weil eventuell sind ja so Sachen bei, die wir auch gut verkaufen können. So, du kommst weg, du kommst weg. Du nicht. Du. Hier nicht. Du auch nicht. Du. Du. Einmal bitte alles rein, was keine Miete zahlt. Inklusive dir. Das nehmen wir dann gleich mal raus und das nehmen wir gleich mit raus. Du kommst mal rein. Oh, wir könnten noch Bomben basteln. Aber das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte keine Bomben basteln, ich wollte Treppen basteln. Jetzt geht es nämlich schon mal mit ein paar größeren Schritten hier voran. 37 haben wir schon. So, du kommst hier hin. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Dann die Geode. Oh. 33 Geoden, ey. Mit etwas Glück ist das Glück. Haben wir morgen wieder, sind die Geister wieder glücklich und freuen sich. Dann kriegen wir vielleicht auch guten Loot raus. 23. Yes. Mit großen Schritten geht's voran. Es regnet. Morgen wird's auch wieder den ganzen Tag regnen. Krabbenkuchen. Yeah. Puh, ich bin heute nicht in der Stimmung, um produktiv zu sein. Ja. Nein. So, was fehlt uns jetzt noch? Entweder die uralten Früchte oder der gute Wein. Eins von beiden. Der Wein ist halt, wie ihr seht, noch nicht fertig. Sehr schön. Also jetzt hätte ich ganz gerne nochmal so, ganz ehrlich, in 8 Tagen 70.000 zu machen, das wäre schon arg viel. Ich glaube, das kriege ich nicht hin, weil ich mache ja nur knapp 20.000 mit überhaupt mit meinen Sachen hier. Aber cool wäre es schon. Jetzt sagen wir auch. Was sagt mein Dings hier? Ey, die wollen einfach nicht fertig werden. Müssen auch gucken, ob die eine wieder die seltsame Frucht hat. Das wäre nämlich ganz gut. Wir brauchen halt diese süße Edelsteinfrucht. Die ist jetzt zwar nicht für das Bündel wichtig und auch nicht für das, was ich euch eigentlich noch wofür dass wir das Geld brauchen, wichtig. Aber die ist doch für mich doch relativ wichtig, einfach wegen einer kleinen Quest. Wir waren ja im geheimen Wald und da war ja hier, bring dem komischen Typen da das Nonplusultra-Ding und dafür brauchen wir die Frucht.
hoffe, ich kriege dafür gutes Geld. Aber ich denke schon. Ach, heute hat Robin Geburtstag. Robin, wo ist sie denn? Ja, die hat auch noch gar keine vollen Herzen. Geliebte Sachen für sich, ja super. Habe ich eben gerade verkauft. Aber okay. Der Dino dauert noch. Eine neue Baby-Echse ist geschlüpft. Wie wollen wir unseren Dino nennen, Leute? Schreibt es mir in die Kommentare oder sagt es jetzt im Chat. Sucht euch was aus. Guck mal. Das ist ein Baby. Eine kleine Baby-Echse. Kleines Baby-Dino. Ich frage mich, ob die größer werden. Ich frage mich, ob ich denn auch irgendwann mal so ein richtiges Vieh in meinem Stall habe, wie in den Dungeons da. Wie in den Minen. Das wäre so cool. Stellt euch mal vor, ne, ihr kommt eines Tages und dann ist das Ding ausgewachsen und das Ding ist einfach riesig. Wie cool wäre das denn? So, dann schauen wir mal, was das Ding sagt. Der Gypsy-Wagen. Ich weiß nicht, warum ich den Gypsy-Wagen nenne. Kugelfisch aus der... Nope. Ach, Menno! Mill! Mach's mir doch nicht so schwer. Dann kriegt die halt einen Weintraube oder sowas. Werde ich wohl noch irgendwo haben. Das kommt rein. Wo ist das andere? Da. Wo habe ich es denn reingeschmissen? Da sind die Äpfel. 44? Nope. 44? Nee. Was mochte die noch? Ich will ja nicht jetzt ihr Lieblingsgeschenk. Das ist mir das so wichtig, ist die Form jetzt auch nicht. Lachsbeere oder Weintraube. Wir können das sogar noch zurücknehmen. Aber wie geil ist das denn? Ja, dann gehen wir doch mal hoch. Und da sagt das Spiel, ich habe heute kein Glück. Als ob. Ich habe Glück. Ich muss nur fest daran glauben, dann habe ich heute auch Glück. Und ja, ich lasse die Würmer gerade stehen. Einfach. Ich habe keine Lust, die Hacken mitzunehmen. Es dauert mir zu lange. Robin, bist du da? Sie ist da. Der Regen hält mich nicht davon ab, meine Arbeit zu erledigen. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr lieb von dir. Ich liebe es. Ja? Ist jetzt ein bisschen aufgestiegen. Ja, komm, zwei Herzen. Was will man mehr? Ach, ich finde, langsam machen wir uns doch. Ja, gut, hier Krobus und... Hatte Krobus nicht mal drei Herzen? Ist egal. Ne, langsam, aber sicher. Gemeinschaften. Die will 100 für Holz, ne? Ey, die Frau ist so teuer. Wenn du hier handarbeitest, hast du Zugang zu Materialien in allen angrenzenden Truhen, okay? Setz ein Stück Hartholz rein, um es in normales Holz. Mini-Kühlschrank. Fernseher. Möbel. Oh, den Möbelkatalog fand ich cool. Aber der ist so teuer. Aber der Möbelkatalog ist halt echt krass geil. Weil wenn ihr da die Möbel bestellt, ihr könnt die einfach so rausnehmen. Die kosten euch kein Geld mehr. Ihr könnt euer Haus
richtig schön einrichten, wenn man das will. Aber, ja. Das kostet halt, ne? Und ich will jetzt halt nicht das Geld, was ich jetzt schon so zusammengespart habe, verschwenden dafür. Na komm, gucken wir mal, was da drin ist. Vielleicht haben wir auch ein paar Sachen doppelt. Oder können irgendwas dem Museum spenden. Klingt auf jeden Fall nicht sehr gut. Ich glaube, ich habe alles schon, was ich gerade hier raushole, gerade gesammelt. Also schon gespendet. Können aber trotzdem mal gucken. Wow. So eine miese Ausbeute einfach. Aber die werden, glaube ich, auch noch gut Sachen geben. Komm, jetzt streng dich nochmal an, ey. Du kostest mich so viel Geld. Und ich hatte schon gedacht, hier unser Taschenplatz geht aus. Das sieht neu aus. Das sieht neu aus. Warum sollte da auch was drin sein? Was kann ich denn spenden? Ich kann genau eine Sache spenden. Und zwar eine Sache, wo ich gedacht habe, das ist nicht neu. Ah, sehr schön. Das nehmen wir mit. Das ist cool. Auf jeden Fall. Gehen wir mal zum Steinbruch. Schauen, ob ich hier noch ein paar Steine finde. Die geklopft werden wollen. Auf jeden Fall hat sich Robin über ihr Geschenk gefreut. Wir haben hier sehr viel erreicht. Haben die ganzen Geoden mal platzen lassen. Was ja gar nicht so schlimm ist. Und ich denke, da kriegen wir auch ein bisschen was zusammen. Gehen wir mal in die Mine. Ich glaube, der Zwerg freut sich bestimmt über hier sowas. Ah, das erinnert mich an zu Hause. Ich gehe mal davon aus, ja. Irgendwann musst du mir mehr über dieses Getränk erzählen, dass du Milch nimmst. Das kannst du aber sowas von vergessen. Als würde ich dir mein hart erarbeitetes Geld geben. Auch mal in diese Handwerkers in die Abenteuergilde auch mal wieder reingucken. Da waren wir schon voll lange nicht mehr drin. Vielleicht haben wir ja irgendwas erfüllt, ohne dass wir es wissen. Ich bezweifle es zwar, aber... Fledermausflügel vor the wind. Gar nicht weh getan. Ja, hier. Kann nicht so schwer sein. Ey. Haben die beide erstmal eine Truhe getroppt, eine Treppe getroppt.
an die Karte. Ah, schön. Zwei Stück. Das ist doch das, was ich will. Diese riesen Dinger. Das ist das, was ich will. Und dann könnte man gleich noch das Ding aufstellen und dann auch Diamanten nochmal machen. Dann haben wir nämlich eine kleine Diamantenproduktion. Ist ja, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jedes Leben kommt raus, weil es ist einfach nur Bullshit. Mine verlassen. Gut, Skinner, danke schön, dass du da warst. Wo bin ich denn? Ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielleicht sehen wir uns dann mal morgen. Ich weiß nicht, wann streamst du denn mal wieder? Weil der Skinner, der streamt nämlich auch. Habe ich mir sagen lassen. Kommst du raus? Du kommst hier rein. Weg, 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 weg. Nee, du nicht. Du kannst weg. Du nicht. Du. Eben nicht. Naja, hat immerhin für einmal Holz gereicht. Also eigentlich für eine Treppe. Immerhin. Weil es morgen ja auch wieder regnet. Nehmen wir uns schon mal wieder ein paar Bomben mit. So, die 13 Stück. Die sollten ausreichen. Habe ich noch irgendwas verpasst? Ja, ich habe halt hier wirklich nicht alles verkauft, wenn man mal so guckt. Also, hier fehlt mir noch wahrscheinlich das Golderz und so. Aber ich will die halt nicht verkaufen. Die sind voll teuer. Wir brauchen die. Genauso wie alle Fische noch nicht verkauft worden sind. Der Aal hier zum Beispiel. Ich finde es nicht schlimm. Artefakte fehlen uns auch nicht mehr so viele. So ein Dino-Ei bringt mir 350. Nicht schlecht. Ah, hier fehlt uns auch nicht mehr so viel. Ja gut, Essen fehlt uns eine Menge, weil ich nur das koche, was ich wirklich kochen muss. Wer hier eine vollständige Museumskollektion habe ich noch nie. Fange alle Fische habe ich noch nie. Alle Gegenstände habe ich auch noch nie verschickt. Weil ich dafür einfach konsequent zu faul bin. So, George ist der am 24. Okay. Dann gehen wir mal sehr zeitlich schlafen. Fast 12.000. Oh, also 12.000. Preiselbeeren bringen halt immer sehr viel einfach auf die Masse hin. Auberginen halt leider nicht so viel. Aber trotzdem, schön, kann man nicht meckern. 18.000. Kupferbarren, Goldbarren haben halt viel gebracht. Der Kalkstein bringt so gut wie gar nichts, also. Der zergische Helm, Trüffel, bringt fast 1.000er. Ja, knapp 19.000. Kann man nicht meckern. Mit großen, also mit kleinen Schritten geht's voran langsam. Das klingt schon wieder so, als hätte ich überhaupt kein Glück. Es wird den ganzen Tag regnen. Sie sind heute neutral gesinnt, okay. Ich hoffe, dass Jas und Mani ohne mich zurechtkommen.
bin nicht allzu besorgt. Jess ist alt genug, um sich alleine um die Tiere zu kümmern. Schatzi, merkst du gar nichts? Du bist schwanger. Ich bin schwanger! Ja, dann Kuss drauf. Oh, cool. Guck mal, es hat schon einen weißen, also einen silbernen Stern. Das heißt, das ist schon mal sehr gut. Kürbissuppe. Mal sehen, wann das fertig ist. So. Ist hier irgendwas, was ich abernten kann? Nö. Heute ist Montag. Jetzt hast du mir vergessen, die Dings reinzutun. Noch für Nachschub sorgen. Wieso war mir das schon klar, dass das vom Stör wahrscheinlich länger brauchen wird? Na komm. Was soll's. So schön. Ich habe hier immer wieder die Hoffnung, dass die uralte Frucht mal langsam zum Potte kommt. Aber sie hat sich wenigstens schon mal ein bisschen verändert. Ich glaube, dass der eine Baum wahrscheinlich eher fertig wird als überhaupt die uralte Frucht. Und dann kriegen wir wahrscheinlich auch nur eine goldene Frucht raus oder so. Dann ist das echt zum Heulen. Dann ist das richtig zum Heulen. Ich mag das mit den Geräuschen einfach. Ich finde das sehr gut gemacht. Bruno? Okay, das will ich. Priscilla hat gerade keine Milch. Wieso nicht? Wieso hat Priscilla gerade keine Milch? Das ist doch Wahnsinn. Ich will kurz mal was gucken gehen. Ab und zu ist es zum Beispiel auch so, dass mitten auf eurem Feld ein großes Pilzgewächs wächst. Kann man das sagen? Ein Pilzbaum. Ich glaube, das ist das Richtige. Ein Pilzbaum. Und eigentlich sind diese Pilzbäume super witzig, weil ihr könnt dann wirklich so wie bei einem normalen Baum hier so ein Ding dran hauen. Und dann kriegt ihr da Pilze raus. Statt irgendwie Harz oder sowas, kriegt ihr dann Pilze. Finde ich eigentlich ganz witzig, die ganze Angelegenheit. So, das ist soweit fertig. Dann kommt das weg. Ah, das eine hätte ich zu Stoff machen können. Pff, egal. Egal. Was habe ich? Kein Gold? Ah. Sind meine Erze auch wieder aufgeschöpft, ausgeschöpft? Ja, dann würde ich mal sagen, ab in die Mine. Also wenn wir das... Wenn ich... Ich sag's mal so, ich werde versuchen, so lange in die Mine zu gehen und Steine zu farmen. Auch wenn es vielleicht bei, für euch jetzt nicht zum Zugucken nicht so cool ist. Werde ich das versuchen, so lange zu machen, bis wir das Geld zusammenkriegen. Und wenn ich halt das vorher nicht schaffe, dann ist es halt so. Dann ist das Spiel halt so gemein zu mir und dann... Müsste halt mal selber gucken.
wie er da runterkommt, aber ich habe halt, was so Treppen angeht, beziehungsweise hier so Treppen finden und Löcher und einfach kein Glück bei sowas. Hättest du dir mal so gedacht, mein Freund? Ja, jetzt würde ich genau zu dem da hingehen. Ha! Die Treppe ist auf meiner Seite. Oh. Die lag jetzt mehr als ungünstig. Aber hat gut was mitgenommen. Ich glaube, es ist auch nicht auf jeder Etage ein Loch. Chance gegen mich. Ja, eigentlich schon, wenn sie so drei Stück aufeinander gefühlt sind, dann schon. Aber man kann ja auch mal Glück haben. Und wenn die Geister heute neutral sind, ist es ja ganz gut. Also eigentlich soll man wirklich sagen, wenn man jetzt den Wahrsagern glaubt, ne, dann sollte man besseren Loot kriegen und alles sowas, aber... Eigentlich bin ich nicht so der Typ für die Wahrsagerei. Bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es wahrscheinlich Verschwendung ist. Nehmen wir das doch mit. Ich frage mich, was das die höchste Anzahl an Etagen ist, Ebenen. Wie man so runterknallen kann. Ist jetzt vor einer Zeit nur so um die 5 bei mir. Und hat's mich mitgerissen. Geister tun mir auch manchmal ein bisschen leid, ne? Aber nur ein bisschen. Muss ich gestehen. Aber nur... Oh, jetzt hab ich dich schon wieder so blöd platziert. Kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das heute für eine Platzierung mit mir? Aber die Treppe nach unten wurde freigeschaltet. Du könntest auch was zu essen droppen, Mann. Wäre wesentlich gescheiter. Fuck. Die sind immer in ihrer Bewegung kurz angehalten, wenn sie getroffen werden. Ich suche lieber mal weiter vorne nach einem Ausgang. Oder hier. Den nehme ich auch. Mal den würzigen Aal. Oh.
halt die großen Dinger halt mitnehmen. Die sind auf jeden Fall sehr gut für Steine farmen. Weil die sehr viel halt geben. Hereinspringen. 6 Ebenen. Wow, 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 wow. Entspannen Sie sich, mein Freund. Hab ich schon freigelegt? Nicht unbedingt für die Energie, sondern eher für meine Gesundheit. Geronimo! Und rein! 4 Ebenen. Schade, hätte ja sein können, dass hier was ist. Da ist aber noch was. Ach komm, das lacht mich doch hier so an. Vielleicht noch gekriegt, das war ja klar. Das sieht doch schon wieder so nach so einem Tier aus. Was da unten. Nee, das ist gar kein Tier. Das war tatsächlich Iridium. Ich glaube, das höchste, wo wir doch, also das tiefste, wo wir doch mal gekommen sind, war, glaube ich, im 60er-Bereich, ne? Und dann musste ich ja wieder umkehren. Dafür, dass es eigentlich geregnet hat und wir eigentlich schon nicht wohl relativ früh rein sind, sind wir nicht sehr weit gekommen. Trotz des eben, also trotz durch die Löcher springen. Ebenen. Nicht schlecht. Alter, ich kann doch nicht verwundet werden, wenn du mich das machst. Ich will eigentlich die Kippen hier kaputt machen. Aber klar. Ha! Eine Bombe wäre mir zwar lieber, aber was soll's?
225, 101 Gesundheit. Krass. Hey, guten Morgen. Voll gut. Ich sag's mal so, wenn wir die Treppen haben, brauchen wir auch nicht unbedingt so viel Essen mitnehmen. Eigentlich gar kein Essen. Weil wir, wenn wir 100 Treppen haben, können wir auch einfach in jede, auf jeder Ebene gleich runter. Aber ich denke, ich spare mir das hier mit den Krabbenkuchen und heb den auf. Kann ich eigentlich wieder Bomben herstellen? Ich meine, die Kleinen sind halt jetzt nicht so cool. Aber die Großen halt sind ziemlich cool. Aber wir gehen jetzt, komm. Wie viel Treppen? Oh. 3 Treppen konnten wir machen. Gefühlt nichts, aber für die Ebene wäre das, ist das super wichtig. Für die Ebene ist das super wichtig. Also Abigail ist in uns verliebt. Aha. Tja, wir leider bloß nicht in sie. Aber cool, wir sind schwanger. Das heißt, mit etwas Glück kommt es vielleicht im Winter. Aber wie er gesagt hat, merkst du nicht, dass du schwanger bist? Nein. Deutlich. Ja, eigentlich schon. Ne? Eigentlich sollte man das schon merken. Aber das sieht man halt hier nicht im Spiel. Wir nehmen mal nur die Kirschbomben mit. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Na, schon 42. Immerhin, schon fast die Hälfte. Also fehlt nicht mehr viel. Ja, es fehlt noch eine Menge, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ich lass mal kurz sortieren. Dings, den kommt erstmal das Gold. Wer ist denn schon wieder viel zu viel? Davon kommt 20 raus. Davon kommt 2 raus. 1, 2, 3. Ne? Da lohnt sich doch mal das, Ach, jetzt habe ich den Stein drin gelassen. So. Nein! Nein, 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 nein! Nicht mein Gold. Nicht meine Golderze. Alles bloß nicht meine Golderze. Nehmen wir denn noch was zu essen mit? Haben wir denn noch irgendwas Cooles? Die Pizza nehmen wir mit. Das könnte man eigentlich auch alles verkaufen. Essig und Öl, das kann man da lassen. Weil wir brauchen ja so gesehen nur die frischen Zutaten wie Eier und so, das kriegen wir ja hin. So. Außerdem braucht man auch einen Namen fürs Baby, ne? Fällt mir gerade ein. Müssen wir mal überlegen, was für einen Namen kriegt denn unser Baby? Oh, 18.000. Die große Milch. Das Bier hat ein bisschen was gebracht, aber auch nicht sehr viel. Da war der Käse besser. Da war der Käse eindeutig besser. Aber 215.
noch 35. Wir werden bald ein Baby haben, ja. Wem sagst du das? Das Beste ist, ich gehe auch einfach konsequent immer in die Mine und schlag mich da mit den Leuten. Morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag und ich glaube, morgen hat auch George Geburtstag. Ne? Ja. Morgen hat der liebe George Geburtstag. Sehr geschätzte Kunden. Sehr schön. Nehme ich mit. Seht euch das an. Der Laich ist fertig. Moment. Verdammt. Okay. Ich dachte schon, wie cool. Dann fehlt ja nicht mehr viel. Dann sind wir ja fertig. Aber nein. Geht doch noch ein bisschen. Map, map, map. Ich hoffe, ich kann das Ding mal bald rausnehmen, weil das hat ja jetzt schon einen silbernen Stern und das würde ja auch vollkommen ausreichen. Denn das Ding da jetzt raus? Naja, machen wir erstmal mit unseren Dailies weiter. Dim, 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 dim. Aber fast die Hälfte haben wir denn schon von unserem Ziel. Da bin ich sehr stolz drauf. Aber trotzdem dafür ziemlich gut Geld gemacht jetzt für die 4 Stunden. Weil ich nehme ja immer 2 Stunden Parts auf. Ist doch, 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 doch. Fast, Leute. Fast sind sie. Guck mal, fast sind sie soweit. Vielleicht sollten wir dann auch mal bei Pierre gucken, was der so für Dünger hat. Entweder Schnellwachsdünger oder vielleicht was wirklich die Qualität verbessert. Müssen wir mal schauen. Ah, wieder eine Hasenpfote. Da will aber, glaube ich, das Häschen was Gutes tun. Moment, du kommst mal hier runter. Ich hau einfach mal vielleicht mit einer Axt drauf. Oder so mit meiner Pickaxe. Vielleicht kommt denn das Ding raus. Was ist denn los, Schweinchen? Du findest ja gar keinen Trüffel mehr. Was ist los? Magst du nicht raus? Kann ich verstehen. Würde ich auch nicht wollen. Da ist ja echt cool, wenn ich das jetzt so unterbrechen könnte und sagen könnte, hier reicht, ich nehme das Silberne. Und das ist wirklich Silber, geil. Nehme ich. Das war jetzt pures Glück, das war wirklich so nicht beabsichtigt, Leute. Ich schwöre es. Aber ein geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Du kommst weg, du kommst, du kommst weg. Du nicht, du. Alles, was hier hinten in der Ecke ist. Wie geil, dann haben wir das jetzt auch. Oh, wie schön. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, George Geburtstag machen wir noch. Den machen wir noch. Hey, George. Hm, sieht nach einem weiteren düsteren Tag aus. Nee, es ist Herbst. Dass jetzt so nicht fett die Sonne scheint, ist ja wohl klar. Aber wie cool, wir haben das Ding zusammen.
Spindel komplett. Und was kriegen wir? Oh, bitte lass mich auch was Cooles kriegen. Was? Kein Geschenk? Schweinerei. Gib mir mein Bündel, mein Geschenk, was ich sonst immer kriege. Alle außer mir haben es zurückgeschafft. Jetzt kann ich auch nach Hause. Danke, danke. Oh, winke, winke. Okay. Bald wird etwas Gutes geschehen. Ich hoffe, ich muss das Kino jetzt nicht bezahlen. Ich hoffe jetzt echt, dass ich das nicht bezahlen muss. Also den Aufbau von dem Ganzen hier. Dann weine ich. Ich finde, die Geister könnten mal viel netter zu uns sein, wenn man mal überlegt, was wir alles für die Geister schon getan haben. Ach, voll schön, ich freue mich. Das ist echt schön. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass auch morgen dann halt das, was uns Gutes passieren soll, auch wirklich morgen passiert. Das Blöde an diesen kleinen Kirschdinger ist, die haben halt nicht so eine extreme Reichweite. Schon habe ich kassiert, ne? Ja, da spring ich schon rein. 8 Ebenen hat es mich erwischt. Ja, gut. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Ihr seid doof. Nochmal 5 Ebenen. So. Einmal tief durchatmen wegen dem blöden. Lieber mal was. Oh, der Krabbenkuchen hat es voll gebracht. Komm her, ich hab dich gesehen. Na schön, aber nur weil ihr seid. Das boxe ich euch.
jetzt nochmal so einen Tunnel, der so nach unten führen würde, wäre echt cool. Wenn ich könnte, was auch cool wäre, einfach, ne, wenn man so viel Glück hätte, einfach Geronimo sich sehr viel Essen mitnehmen, immer ein Loch finden, gleich nach dem ersten oder zweiten Schlägen und dann ab dafür. Das wäre richtig cool. Dass man sagt, okay, ich springe jetzt die 100 Ebenen einfach runter. An den Geistern ist, dass die halt die Geoden droppen. Und die sind halt schon ziemlich cool. Schade. Einfach den Ding verschwendet. Pizza. Den würzigen Aal nehmen wir mal mit. Also auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, ich finde, wir haben heute trotzdem in dem Part sehr viel erreicht. Aber wie gesagt, es sieht nicht danach aus. Ah, nein, komm schon. Mach das letzte Mal Kabum für mich. Ihr hättet ja auch irgendwo mal jetzt so eine scheiß Treppe lassen können. Oder ein Loch nach unten. Ich nehme auch das Loch. Oh, hey. Alles mitgenommen. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt sag nicht, das ist bei dem da unten. Oh, da war es. Hab das gesehen. Da ist der verdammte Ausgang nach unten. Mal warten, bis ich aufgehoben habe. So viel Anstand kannst du ja mal wohl beweisen, blödes Vieh. Oh, da sind nochmal zwei. Schön. Nehme ich mal mit. Ja, einmal den würzigen Aal bitte essen. Die Bombe kommt mal hier zu mir. Schade, hätte ja klappen können. Oh.
Ist hier nicht noch irgendwas Cooles? Gehen wir halt die Treppe nach unten. Weil ich stehe direkt dabei. Ich war so nah. Ich war zu nah. Ganz ehrlich, bevor die mir hier mich extrem nervten, mache ich sie doch lieber kaputt. Und beide haben mir auch gleich hier ein Dings gegeben. Oh ja, einmal nach unten. Drei Ebenen. Kann ich mitleben. Hui. 35. Das Leben ist schön. Ich glaube, springen ist nicht mehr. Oh, zwei nervige Teile seid. Ha. Das hat euch das Leben gekostet, weil ihr so nervig seid. Wie spät ist es? Hier hoch. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Oh, Alter. Lass dich nicht beißen. Hahaha. All das gute Loot ist mir. Also Geoden kriegen wir wieder on point, ganz viele. Müssen wir halt nur mal einen Tag haben, wo wir auch, wir könnten morgen wieder abgeben. Ich meine, 19 Geoden, dann haben wir ja noch so, glaube ich, ein paar kleinere Geoden noch. Na komm, ist schon 23 Uhr. Ich finde, ich habe gut gemacht. Oh, wieder drei Treppen auch zusammengekriegt. Das lohnt sich doch. So, jetzt machen wir noch ein paar Bomben. Und dann können wir nach Hause. Ne, wieso Bomben kaufen, wenn wir die auch selber herstellen können? Da ich ja die Erze nicht so brauche. Bombenstimmung bei dir, Maika. Ja! Hey, Ado, schön, dass du da bist. Sorry. Oh nein! Jetzt habe ich so lange Zeit in den Dings verbracht. Oh, schade. Hattest du wieder Spätschicht? Vielleicht noch etwas viel mehr als 20. So, so also mal schön sortieren. Alles so, wie ich es gerne hätte. So. Ah, du hast diese Woche Urlaub. Okay. Cool. Cool, cool.
Jetzt muss ich das selber mal sortieren. Sonst kriege ich das nicht hin. Oder wir sind im Spiel endlich schwanger. Und wir haben das geheime Bündel komplett. Das ist voll cool. Okay. Morgen gehen wir dann halt nicht in die Mine. Aber schade, dass du jetzt so spät reinschaust. Weil ich wollte jetzt eigentlich Feierabend machen. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Oh, Julia mag. Das gucken wir uns mal an. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ah, okay. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass das bald kommt. 17.000 haben wir gemacht. Wir haben jetzt knapp die Hälfte, also nicht ganz die Hälfte von dem, was wir brauchen. Also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch den Winter spielen und wahrscheinlich noch den Frühling. Ja, es ist 22 Uhr, Ado. Morgen geht's weiter. Ich stream noch mal von 18 bis 22 Uhr. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.